Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Poker Cube. Eine Minecraft-Mob. Mod mit Mobs, die wir uns hier gerade anschauen. So, ich bin mal ein paar Schritte weitergegangen und hier haben wir diese wunderbaren, niedlichen Rockruffs. Da möchte ich mir natürlich auch eins von fangen. Ich hoffe, das klappt. Und das würde ich mir, glaube ich, wenn es denn irgendwann klappt, ins Team aufnehmen, weil das ist eins meiner Lieblings-Pokémon aus Sonne und Mond. Probier mal das andere. Geht nicht. Sehr schön. Und hier haben wir noch ein Pidgey. Taubsi. Das hat auch geklappt. So. Und unser Mareep ist wieder down. So, das kann in die Box. Wir gehen mal kurz zurück. Oh, wir können nochmal hier das Amanda noch ein bisschen trainieren. Dieses Kampfsystem ist einfach hektisch. Hektisch. Das kann man nicht anders sagen. So, okay, da hat es erledigt. Ah, meint ihr, das kommt mit dieser ganzen Meute hier klar? Wir können es eigentlich mal probieren, oder? Achso, es hat auch nur eins angegriffen. Ah, schaut mal. Neue Taktik. Einmal angreifen lassen und die Pokebälle in die Offhand. So wird das. So. Jetzt ist unser Glumanda auch schon Level 12. Lauf doch nicht weg. Ich kämpfe gegen dich. So, wir gehen zurück zum Pokémon Center, wie immer. Da ist noch was. Ist das für... Warte mal. Geil, dass beim Radfratz ein quasi Kaninchenfleisch rauskommt, wenn man es tötet. So, die können wir auch mal eben angreifen. Langsam wird unser Glumanda ein bisschen stärker, das gefällt mir. Aber eben nur unser Glumanda, weil die anderen alle immer sterben, ne? So auch mal ein bisschen Geduld vielleicht zeigen und die nach und nach trainieren. Und Mauzis müssen wir auf jeden Fall immer angreifen, weil die scheinbar Smaragde droppen. Jetzt greift doch an. Danke. Das ist hier wieder so ein super hektischer Kampf. Jeder kämpft gegen jeden irgendwie. Es wird auch gerade dunkel.
So, wir einmal da zum Pokémon Center und legen uns kurz schlafen. Komm mal zurück. So. Oh. Einmal hier. Das kann da rein. Das kann da rein. Einmal heilen. Wo ist denn unser... Ach, da ist unser Glumanda. Oricorio kann in die Box. Rockruff bleibt, auch wenn es Level 1 ist. Das müssen wir auf jeden Fall trainieren. Ich nehme das mal hier mit in die Leiste. Jetzt haben wir schon wieder so viel Stuff. Neuen Bärentyp. Das kommt rein. Das. Alles weg. Und das auch. So, ich nehme mal kurz die ganzen Beeren hier raus. Und ich gucke mal einmal hier. Charmander, welche Beeren liebst du? Somewhat likes this. Das ist schon mal gut. Doesn't mind. Guck mal, geben wir dem das und das. Ist das schon mal glücklich? Somewhat likes this. Auch gut. Jetzt noch unser Rockruff. Was magst du? Guck mal, der mag das. Geben wir dem noch das dazu. So. Und ja, dann die Beeren wieder zurück in den Rucksack. Also wie gesagt, man muss den Pokémon Beeren geben, weil die sonst verhungern. Also die können tatsächlich verhungern und dann kippen die tot um. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen müssen wir die jetzt ein bisschen mit Beeren versorgen. Gut. Ist die Nacht vorbei? Nein, die Nacht ist nicht vorbei. Dann machen wir mal Folgendes. Gehen wir mal hier schlafen. Und jetzt wollte ich noch mal ein bisschen was schauen. Und zwar unsere Trainer-Karriere. Check Progress. Cut TM. Oh. Es gibt hier also quasi VMs sozusagen. Hat es ja Zerschneider. Die Frage ist, hat das eine Funktion? Also brauchen wir das, wie in den Pokémon-Spielen, für irgendeine Sache irgendwann auf jeden Fall? Das wäre spannend. Hier los, zack. Das wäre durchaus spannend. Würde ich auch mal denn im Hinterkopf behalten, dass wir das haben. Und ich lege mal währenddessen ein paar Sachen hier in eine Kiste, die wir nicht brauchen. Das zum Beispiel, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich behalte mal die Mob Drops so ein bisschen. Wolle brauchen wir nicht. Die Sachen packe ich dann einfach hier in die Kiste. Und wir sind wieder ready to go. Hast du was im Handel? Ach, brauchen wir nicht. Hast du was Neues? Wahrscheinlich nicht. Ja, so, es wäre natürlich gut, wenn unser Rockruff auch so einen XP-Share bekommt, ne? Schauen wir mal. Ist natürlich sauteuer, aber das investieren wir mal. Jetzt haben wir fast keine Emeralds mehr.
Aber auch das können wir handhaben. Und wir sind ready to go. Wir gehen wieder raus. Ich laufe mal ein bisschen. Wir haben ja unseren Autofeeder. Das heißt, wenn wir jetzt Ausdauer verlieren und quasi Ernährungszustand verlieren, macht das nichts. Das wird einmal wieder aufgefüllt. So, wie gesagt, was dieses Gebäude da ist, was wir in der letzten Folge uns angeschaut haben, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, das ist eine Arena. Da waren halt viele Trainer, die uns bekämpfen wollten. Aber irgendwas hatte der auch der Arceus im Spiel, weil der hat uns gesagt, oh, Cavador. Der Cavador hat gesagt, nicht der Cavador, der Arceus hat gesagt, wir dürfen da nichts machen. Das heißt, irgendwas hat es damit auf sich. Das heißt, ja, wir haben das Gebäude hier auf der Karte. Das ist da jetzt markiert hier. Ich weiß nicht, ist das eine Arena? Vielleicht ist das eine Arena. Auf jeden Fall ganz cool. Aber, ja. Ich glaube, noch nichts für aktuell. Wir haben noch kein Team. Warum sind wir denn jetzt schon wieder vergiftet? Ich verstehe es nicht. Egal. Cutiefly, haben wir die gefangen? Bestimmt, sonst wären die nicht hier vom Namen und so, ne? Aber wir können die ja mal bekämpfen. So, ach so, Moment. So, Rockruff ist schon wieder down. Wo ist unser Mareep, unser Voltilam denn? Warum kommst du denn nicht zurück? Ich wollte mal bei Glumanda etwas nachschauen. Ach. Und zwar die Attacken. Kann ich irgendwo die Attacken einstellen? Und wenn ja, wie? So. Ja, auch wieder was gelernt. Achso, wir haben auch Metal Claw. Brauchen kein Growl. So. Schau mal, jetzt hat unser Glumanda schon verschiedene Attacken. Das klingt doch ganz gut. Wie ist denn das? Ich rufe dich mal zurück mit unserem Mareep. Hat das schon irgendwas Neues gelernt? Nee, es ist immer noch Level 4. Da wird nichts Neues sein. Nee. Gut, komm du auch mal zurück. Und wir gehen mal hier runter. Wir gehen mal einmal hier so einen Bogen durch unser Tal. Level 2. Ich schicke mal unser Mareep da drauf. Ach, es ist direkt wieder umgekippt. Kampfsystem, ja, ich habe es ja schon gesagt. Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig und ich finde es auch nicht ideal. Also vielleicht kann man sich da auf Dauer dran gewöhnen, aber finde ich persönlich nicht so gut umgesetzt. Also kann natürlich drüber streiten, ob es mehr Sinn macht in Minecraft, dass die Pokémon-Kämpfe Live-Kämpfe sind anstatt Rundenkämpfe in einer Open World, wenn man so will. Aber so wie es gemacht ist, ist es halt unfassbar hektisch, ne? So, wir gehen mal hier unserem Glumanda was zu tun. Haben wir vielleicht schon mal ein starkes Pokémon gleich im Team?
Mach immer alles platt, was du findest, Glumanda. Also Mob Drops bekommt man ganz schön viele hier. Das ist einiges. Oh. Flabébé. Ja. Kannst du auch mal angreifen. Gut, so. Das geht in die Box. Das werfen wir weg, sonst wird uns das gefüttert. Guck mal, Roselia ist doch auch leichteste Übung. Was haben wir denn hier? Sind das auch Beeren? Das sind Beeren. Okay. Gut, hier, die nimmst du dir auch mal vor. Ja. Oh, da ist noch so ein Baum. Gibt es noch mehr von diesen Beeren? Irgendein Pokémon wird bestimmt auch die mögen. Das heißt, ich sammle alles mal ein. Einfach um Auswahl zu haben. Ne? Man will seinen Pokémon ja auch was gönnen. Und währenddessen machen wir mal alles platt, was wir sehen. In der Hoffnung, dass wir dadurch unser Glumanda ein bisschen trainieren. Ich glaube, ab Level 16 entwickelt es sich, ne? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Neues Pokémon. Pikipek. Okay, hier ist noch so ein Bärenbaum. Ich zwischendurch mal auf die Uhr gucken. Ich vergesse immer die Zeit. Möchte nämlich hier ungern eigentlich gegen Zombies kämpfen. Aber hier. China wurde getötet. Da hat es geklappt. Box
Box. Und wir gehen mal ganz schnell jetzt darüber zum Pokémon Center. Weil auch ganz spannend vielleicht mal wäre, was denn so bei Nacht spawnt. Ne? Da haben wir auch noch gar nicht drüber nachgedacht, ob das sich vielleicht auch unterscheidet. Was quasi bei Tag und bei Nacht jeweils spawnt. So, zack, zack, zack. Und wir machen damit eine kleine Pause. Wir beenden diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es langsam wird's, aber irgendwann wird's. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin einen wunderschönen guten Tag und bis bald.